Wir klatschen aber heute, dass wir alle groß sind. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich heute Abend hier in diesem wunderschönen Ambiente begrüßen. Ich möchte mich vorweg aber gleich bedanken für diesen netten Eingangsapplaus. Geben wir gerne zurück und danke auch für Ihr zahlreiches Erscheinen. Sie wissen, warum sind wir heute hier. Es werden am 22. März die Karten in der Gemeinde, betreffend der Gemeindevertretung, neu gemischt. Wir haben zur heutigen Podiumsdiskussion natürlich sämtliche Spitzenvertreter der 5 wahlwerbenden Parteien eingeladen. 2 Parteien bzw. deren Vertreter sind nicht gekommen. Ich darf begrüßen, gleich in der Mitte, den Herrn Josef Hirschmann von der Liste Projekt Bildung. Rechts von ihm, von Ihrer Seite aus links gesehen, Herr Helmut Walch. Links von ihm, Herr Andreas Urdl, Freiheitliche Partei. Gemeindezusammenlegung in Donnerstock in Weitendorf geht es ja um relativ viel. Diese neue Großgemeinde, sage ich jetzt, hat doch immerhin über 5000 Einwohner. Es werden 25 Mandate neu vergeben und 3 der wahlwerbenden Parteien haben sich heute Abend hier bereitgestellt, Ihnen Rede und Antwort zu stellen. Wobei der erste Teil heute kurz als Einleitung eine persönliche Vorstellung bzw. das eine oder andere Hauptthema der jeweils antretenden Partei sein wird. Und in diesem Sinne darf ich gleich das Wort sozusagen an den Veranstalter des heutigen Abends, an den Herrn Josef Hirschmann von der Liste Projekt Bildung geben. Danke vielmals, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich begrüßt von meiner Seite. Ich darf aber gleich korrigieren, wir 3 sind Veranstalter. Es ist zwar die Initiative von mir ausgegangen, das heißt, ich habe am 1. Februar an alle 4 Kollegen, von denen ich gewusst habe, dass sie die Spitzenkandidaten sein werden, am 1. Februar ein Mail geschickt mit der Einladung, um nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, an einem Zeitpunkt etwa 2 Wochen vor der Wahl zu einer gemeinsamen Diskussion die Wittoner, die Stockinger, Weitendorfer mit all ihren Ortschaften einzuladen, weil es doch eine Zusammenlegung von Gemeinden gibt und weil wahrscheinlich die Wittoner weniger über Herrn Walch Bescheid wissen, so wie die Weitendorfer weniger über Hirschmann Bescheid wissen, obwohl ich wahrscheinlich schon sehr bekannt bin rundum aufgrund gewisser Aktivitäten oder Dinge, die mir widerfahren sind und natürlich auch der Herr Urdl, aber auch von der FPÖ, um also hier auch eine gewisse Möglichkeit zu bekommen, den anwesenden Damen und Herren Rede und Antwort zu stehen. Und ihr Kommen heute zeigt, dass es sich ausgezahlt hat. Wir werden heute nur ganz wenig über nicht hier anwesende, aber eingeladene Spitzenkandidaten sprechen. Aber wenn es Ihr Wunsch ist, kann man das natürlich auch entsprechend dokumentieren. Jedenfalls die hier nicht anwesenden ist Herr Dr. Kammel von den Grünen und der Herr Regierungskommissar Ingenieur Sommer von der ÖVP haben sich also nicht bereit gefunden, was auch immer der Hintergrund sein möge. Mein Zugang ist, die Demokratie lebt von Diskussion. Und Diskussion ist ein demokratisches Grundrecht. Und wenn es darum geht, sich in einer Gemeinde, in einem Gemeinderat dann zu diesen Themen zusammenzufinden, dann muss man einfach miteinander reden. Und zwar so lange miteinander reden, dass eben wirklich was Gescheites und was Gutes für die Ortschaft oder für die Gemeinde nicht da und dann letztendlich herauskommen wird. Meine kurze Vorstellung. Ich bin seit meiner 3. Lebenswoche Wildoner, zuerst in Unterhaus, das war noch eine eigene Gemeinde, jetzt eben Gemeinde Wildon, schon seit über 50 Jahren.
ja, habe vor 60 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Man kann es ungefähr abschätzen, wie alt ich schon bin. In der Volksschule haben wir es einmal probiert. Das ist die eine, Jahrgang 47, bin also wesentlich der älteste wahrscheinlich hier im ganzen Raum. Wie auch immer, aber deswegen nicht weniger aktiv und agil, weil ich gleichzeitig auch meinen Beruf, obwohl schon längst in Pension, weiterhin ausübe, weil ich einfach unglaublich gern Mathematik unterrichte. Zuerst 40 Jahre am Gymnasium, davon 10 Jahre Direktor des Bessarozzi-Gymnasiums in Graz und dann jetzt seit 4 Jahren bin ich tätig als Mathematiktrainer am HIFI in Graz und in Wien. Das macht mir riesig Freude. Ich wohne am Beximehof in Ungarn aus, habe 2 Söhne, die schon erwachsen sind und eine Frau. Die auch schon erwachsen ist. Das war natürlich wir sind in der Nähe am Tag der Frauen gewesen, das war natürlich jetzt ganz, ganz falsch, zuerst die Kinder zu nennen und dann die liebe Frau, weil wir sind schon, ich glaube 65 im Mai, haben wir das erste Mal miteinander zu tun gehabt und seitdem gibt es also nichts von uns, was uns erfüllen könnte. Gut, letztes noch. Das war der Hinweis, man sollte noch ein paar Schwerpunktthemen nennen. Schwerpunktthema ist für mich nach wie vor der Verkehr. Da gibt es jetzt genügend Unterlagen dazu, kann man in Zukunft dann oder heute noch konkreter darüber reden. Der Verkehr, der mich eigentlich seit meiner politischen Tätigkeit in Wilton beschäftigt, im Jahr 74, werden sich vielleicht noch ältere Wilton erinnern, haben wir den Sitzstreik in Wilton organisiert am grünen Donnerstag. Und damit bewirkt, dass durch die Autobahn die A9 früher dann in Angriff genommen worden ist, weil es war unerträglich. Wir hatten damals 22.000 Autos in den Stoßzeiten, das war noch der Gastarbeiterverkehr durch Wilton. Also der Verkehr ist das eine, wir werden nicht drüber hinwegkommen, aber über den Bahnschranken und diese Kalamität zu reden. Das Hochwasser, sei es Kainach oder Mur. Und die Schule mit ihrer Verkehrslösung oder derzeit Nicht-Verkehrslösung, das wird sicherlich auch für mich ein sehr vorrangiges Thema sein. Aber ich glaube, da sind wir uns, wenn man alle unsere Aussendungen liest, sind wir uns einig, da wird es eine Streiterei geben, wie ich überhaupt meine. Wir sind heute da, um miteinander zu diskutieren und mit Ihnen zu diskutieren. Und wir werden uns also hüten, irgendwelche Streitereien hier anzufangen. Das liegt nicht in unserem in unserem Interesse und werden wir auch in Zukunft nicht tun. Danke schön. Schönen Abschluss. Ein schöner Abschluss. Danke, Herr Hirschmann. Ich darf das Wort nun an seine rechte Seite, an den Herrn Walch, weitergeben. Ich möchte euch in meinem Namen, im Namen meiner Gesinnungsgemeinschaft einmal recht herzlich begrüßen und möchte mal bedanken, dass der Zahl gekommen ist. Ich bin überwältigt, wie viele Leute aus der Herkunft sind. Da vorne sind noch 4 Plätze, die was trinken schenken und davon rausnehmen. Ich möchte ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich bin als armer Arbeiter in Straden geboren, bin mit 15 Jahren das erste Mal in meinem Leben in die Landeshauptstadt Graz gekommen, war 4 Jahre bei der Boss geworden, bin mit Partners aufgewachsen, habe bei der letzten Energie in Steiermark gelernt, da war Stehwerk, war einer der ersten Lehrbuben in der Steiermark, der was ihr Beruf jetzt gleich gelernt hat. Ich bin gelernter Betriebsschlosser, den Beruf habe ich übel bis 31.03. aus. Geht dann ja gezwungenermaßen in Altersteilzeit. Bin gelernter Stolperschlosser, bin gelernter Dreher, bin gelernter Installateur. Das mache ich nebenbei, darum steht auch ein Firmenfahrzeug draußen. Hab dann im weiteren Bildungsweg den Kraftwerker gemacht, hab die Erlaubnis, dass ich einen 1000-Tonnen-Kessel in Mellach betreibe. Und habe vor 10 Jahren mich wieder weitergebildet und bin Verschubleiter in Mellach. Meine familiäre Geschichte, habe relativ früh meine erste Frau kennengelernt, habe mit ihrer Eisel gebaut, habe 2 Söhne. Einer hat eine Frau in Wiener Firma, der zweite studierte in der Montana-Universität Lyon. Leider hat meine erste Partnerin dann gesagt, Junge, komm nie wieder. Habe dann meine 2 Söhne geschenkt, wollte sie nicht aufgehen lassen. Habe dann glücklicherweise in Weitendorf ein Zimmer gemietet und habe dann
dort meine jetzige Frau kennengelernt, habe wieder eine Tochter mit ihren 12 Jahren. Meine Tochter geht derzeit im Realgymnasium unten. Ich bin da und habe eine sehr glückliche Familie, Gott sei Dank. Bin stolz auf meine Familie. Mein größtes Hobby ist neben meiner Arbeit die Berge überall auf der Welt. Bin sehr viel an Bergen unterwegs, aber auch die Politik und vor allem auch die soziale Schiene. Bin auch Betriebsratsvorsitzender in Mellach, vertritt dort 165 Personen, sitze im Zentralbetriebsrat und im Konzernbetriebsrat, bin in der Gewerkschaft tätig, bin in der Arbeiterkammer tätig und bin auch Aufsichtsrat für die thermische Erzeugung. War maßgeblich mitbeteiligt beim Baubeschluss des Fernheitskraftwerks Mellach Neu, die 2 Gasturbinen. Auf das bin ich heute noch stolz. Viele sagen, wir haben falsch investiert. Keine Investition, die Menschen Arbeit verschafft, ist falsch. Hat nur den Aktionären geschadet. Wir haben in der ganzen Zeit 1200 Monteure gehabt. Die Regierung hat Geld davon, auch die Gemeinden haben Geld davon über die Kommunalsteuer. Wir haben jetzt drüben 25 junge Menschen, die Arbeit gefunden haben. Leider ist unser Traum nicht aufgegangen, was wir da gehabt haben. Die wirtschaftliche Lage, der Einbruch im Energiesektor, im Preis, hat uns leider zu früh erwischt. Sonst hätten wir eine dritte Maschine, neben Steiner 600er Maschine, die ist schon fertig und geplant. Das wäre die Zentrale herkommen nach Werndorf und wir hätten auch mit der Lehrlingsausbildung stetig gekriegt. Leider war geplant, leider ein paar Monate zu früh, haben wir es nicht mehr verwirklichen können, die Aussichtsräte sind nicht mehr mitgegangen mit uns. Jetzt hat es unseren Standort ganz schief erwischt. Wir haben während auf alle 2 Anlagen zumachen müssen. Die Ölkraftwerke sind weg vom Netz. Dadurch sind 40 Arbeitsplätze übrig geworden. 40 Menschen haben ihre Arbeit dort verloren. Wären junge Leute gewesen, dort haben wir Generationen daraus gehabt. Und der ganz wichtige Anliegen, was wir als Betriebsrat, dass die alte Generation das Platz macht für die Jugend. Und leider war jeder 40. Herr mit 31.3. auf, Volltime zu schaffen und bin dann als Altersteilzeitkandidat tätig. Politisch, der Herr Hirschmann hat schon angesprochen, was das wichtigste Thema ist. Bin eigentlich überrascht, dass 8 Jahre im Sektor Hochwasser nichts geschehen ist. Wir tun die Leute, die was da in Neubergau wohnen, das ist einer der dringendsten Anliegen hier persönlich. Ganz eine dringende Geschichte ist für unsere Jugend, dass wir ihre Ausbildungsstätte, die Schule, auf modernsten Standort bringt. Unsere Jugend soll es weiterbilden, nur so kommen wir weiter und haben sie in der Zukunft alles Gute. Und ganz persönlich für mich ist ein Sozialkonto einzurichten in die Gemeinde. In Weidenberg haben wir das gehabt, wo man bedürftige Menschen, ob jung, ob alt, auch helfen kann. Es ist halt nicht Selbstverständlichkeit, dass man auf unsere ältere Generation denkt. Die haben unser Land sehr aufgebaut, dass wir uns den Luxus halt leisten können, was wir haben. Dann vergisst man das halt. Ich erzähle nur ein Beispiel, da ich sehr viel privat unterwegs bin. Wenn heute Albus Bärchen war, wo er womöglich am Bau- oder Bau-Lehmgewerbe gearbeitet hat, relativ bescheiden verdient hat, in der Hand eine kleine Landwirtschaft gehabt hat und dann das Pech gehabt, dass ihr Partner gestorben ist, muss ich heute mit 800 Euro leben und das soll man dann auch noch sagen, wie sehr heißel da war. Und solche Menschen muss man mehr zugeben, muss man mehr helfen, das ist mein größtes Anliegen. Ich bin sehr viel unterwegs bei all den Leuten und darum weiß ich auch, dass es gut, wenn sie leicht ist, dass sie es nicht leisten können, dass sie regelmäßig vorfahren. Das wäre es eigentlich. Ich wünsche mir einen fairen Wahlkampf. Bin enttäuscht, dass zwar von den Anträgen und eigentlich rede ich an Landwirtschaften. Ich schaue darum, ich hätte auch gerne mit dir diskutiert, wie es in Zukunft in seiner neuen großen Gemeinde weitergeht. Urlaub ohne Ende, ich habe ein Wohnmobil, also jede freie Minute wird genutzt.
ein bisschen Motorrad fahren, das lässt sich super verbinden mit dem Motorrad fahren, mit dem Wohnmobil. Ja, Quiz-Sachen sind auch meine Sachen. Leider wollen alle nicht im Fernsehen damit, aber wir werden es probieren. Die wichtigsten Themen, das sollte man jetzt da wirklich in der Zukunft nicht nur anreden. Das ist leider passiert. Ich will nicht über den Bahn, über den Gang reden, wir brauchen eine neue Murbrücke. Die neue Murbrücke würde schon stehen oder gebaut werden, wenn der Gemeinderat sich einig wäre gewesen. Wissen, glaube ich, alle, der Gemeinderat war rein schwarz. Besser. Das Gemeindehaus Stocking, was da passiert ist, wisst ihr auch alle. Dann haben wir mit sehr vielen Bürgern gesprochen, nicht nur ich, meine ganzen Kollegen, vor allem mit Selbstständigen. Da sind dann Ausschreibungen passiert und die Tonnenbetriebe sind nicht einmal eingeladen worden, wird Angebot zum Ablehnen. Da können Sie mir bitte noch eine Frage, ich kann euch gerne Beispiele nennen. Unsere Asylpolitik ist auch eine Katastrophe, was wir zurzeit haben, da stehe ich dafür, das ist nicht, weil ich blau bin. Ich glaube, das wissen wir alle, was da zurzeit abspielt. 1% von Krankenhaus dagegen. Aber ich glaube, der heutige Stand ist über 104. Das geht sich nicht ganz aus, was da uns versprochen worden ist. Und vor allem nicht so. So wie kann man keine Asylanten in Ort halten. Also, sie suchen ja alle daheim und nicht nur kurzfristig was. Und dann muss man sich da schon genauer mit dem auseinandersetzen. Wiederbelebung des Ortskerns, das ist halt, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr schweres Thema. Aber auch hier haben wir Wege gefunden, wie man das machen könnte. Und nicht, wie in den letzten 5 Jahren passiert ist, auf und drüber geredet worden ist. Ich glaube, das war es einmal das Erste. Jetzt stellen wir euch eine Antwort.